Deutsche Bundestag ist das frei gewählte Parlament der Bundesrepublik Deutschland. Der Deutsche Bundestag unterliegt keinerlei Zensur von niemandem. Und der Deutsche Bundestag hat selbstverständlich das Recht, auch im Gespräch und in der Diskussion über wichtige Menschenrechtsfragen, in diesem Fall über Tibet, zu diskutieren und Resolutionen, also Meinungskundgebungen abzugeben. Die Chinesen haben ja in den letzten Tagen Erklärungen abgegeben, die deutlich und klar darauf hinweisen, dass man auf beiden Seiten die Türen nicht zuschlagen will. Das wäre auch das Dümmste, was wir tun können. Was gute Beziehungen zwischen beiden Ländern sind, ist wichtig und vor allem eine Zweibahnstraße. Die Volksrepublik China und wir sind beide daran interessiert. Nicht zu hoch hängen, diese Frage. Im Augenblick in dieser Frage etwas zu regeln, weil die IWF-Berechnungen selbst ergeben, dass... Bringen hineinzuzwingen, machen meines Erachtens.